das ist ein Punkt oder so, den man nicht gewusst hat, ja, wo er es im Hinterkopf hat, ja, dass es sowas auch möglich ist. Ein Rundum-Paket oder so, alles von einer Firma. Ja, damit sind wir halt auch sehr zufrieden. Das passt alles für uns. Mein Name ist Klaus Ackermann. Ich bin Geschäftsführer und Gründer der Firma Ackermann und Härtel. Wir sind gestartet zu zweit in angemieteten Räumen und haben uns das Ziel gesetzt, Modell- und Formenbau zu verwirklichen. Mittlerweile, nach 30 Jahren, sind wir 80 Mitarbeiter. Aus dem Modell- und Formenbau ist ein produzierendes Gewerbe geworden, wo wir Blechteile fertigen für die Automobilindustrie und die Werkzeuge dazu auch selbst herstellen. Wir sind zu Hause in Stückzahlen 1 bis 500.000. Das bedeutet, wir machen Prototypen für unsere Kunden, wir entwickeln die Bauteile weiter und gehen dann in die Serie und fertigen die auch serienreif dann unsere Kunden. Zielgruppe ist halt Automobilsektor. Im Moment bewegen wir uns hauptsächlich im Abgasbereich. Das heißt, wir fertigen halt Teile für die Abgasindustrie. Unsere größten Kunden sind die großen Abgashersteller, die es halt auf der Welt gibt, wie Boysen, Eberspächer, Tenneco und Faurecia. Und es gibt halt deren Tier 1 Lieferanten, gibt es halt auch, die wir auch beliefern. Bevor wir mit Stempak und Hexagon gearbeitet haben, haben wir alles auf Erfahrung gemünzt, haben durch unsere Erfahrungen, die wir halt seit 30 Jahren haben in der Blechumformung, konstruiert. Natürlich sind auch ab und zu mal Konstruktionen nicht so gewesen, dass es funktioniert hat, muss man ganz einfach auch sagen. Aber wir haben bis jetzt alles zum Laufen gekriegt, was wir in Auftrag bekommen haben. Ja, alle Teile wurden nachher ausgeliefert und haben funktioniert, was vielleicht am Anfang mit mehr Aufwand war im Werkzeugbau, was wir mittlerweile halt softwaremäßig lösen. Am Anfang war Visi da, das ist unsere Konstruktionssoftware. Dann kam WorkNC, was irgendwann mit Visi verschmolzen wurde. Ausschlaggebende Gründe war erstens mal unser externer Konstrukteur, der mit Visi angefangen hat, wo wir uns Visi auch angeschaut haben und haben das als sehr sinnvoll empfunden, weil wir kommen halt aus dem Modellbau und haben halt früher von der Zeichnung aus konstruiert noch im Visi. Wir haben also selber Modelle aufgebaut. Und das hat alles funktioniert und deshalb sind wir auch bei Visi geblieben. Mittlerweile gibt es halt Datensätze von den Kunden, die wir weiterverarbeiten und sind trotzdem immer noch mit Visi sehr zufrieden. Also uns haben ja schon viele Firmen angerufen und haben gesagt, ja, warum setzt ihr Visi ein, setzt doch mal das ein, setzt doch mal das ein, das ein. Also ich sage ganz einfach, wir konnten bis jetzt alles auf Visi konstruieren, was kam und konnten alles weiterverarbeiten und sind halt sehr zufrieden damit. Es gibt für uns keinen Grund zum Wechseln und jeder, der uns fragen würde, was würden Sie für ein System empfehlen, würde ich auch Visi weitergeben, weil das Preis-Leistungs-Verhältnis auch von Visi ist sehr gut. Wir haben zwei Mitarbeiter, die schon über 20 Jahre damit arbeiten und einer, der knapp 20 Jahre damit arbeitet. Ja, und der externe Mitarbeiter, der auch für uns konstruiert, der macht das schon seit 25 Jahren. Was wir nur feststellen ist, dass viele unserer, ich sage jetzt mal, befreundeten Unternehmen und so weiter, was in unserer Sparte arbeitet, haben halt viele Visi und wir können halt, wenn wir untereinander ein bisschen zusammenarbeiten, können wir halt Daten sehr gut austauschen. Somit muss man ganz einfach sagen, dass Visi relativ verbreitet ist, was im Modell- und Formenbau angeht und ja bestimmt auch seine Möglichkeiten so ausnutzt. Also wir erleben öfter oder so, dass der Kunde sagt, ja, ich kann das an der Stelle nicht anders tun, ja, das geht von seiner Software her nicht. Und wir sagen, dann machen wir das halt für euch, weil im Visi funktioniert das. Es gibt immer Möglichkeiten für irgendwas zu tun. Ja, also wir haben bis jetzt alle Änderungen, was halt vorgenommen werden musste, konnten wir umsetzen. Auch wenn es unser Kunde gesagt hat, das geht an der Stelle nicht anders, von seinem System her. Dann kam der Messarm von Hexagon. Ja gut, wir sagen ganz einfach, das Scannen mit dem Hexagon-Arm, es ist die Zukunft. Wir haben auch schon Datenrückführung gemacht über die Punktewolke, die wir eingelesen haben. Es war ein super Ergebnis gewesen. Die Datei war sehr groß, aber wir konnten die relativ schnell konnten wir die Daten erstellen aus dieser Punktewolke.
Es ist immer gut zu wissen, wenn das eine Software ist, ja, weil dann gibt es auch keine Probleme und es gibt nicht drei Ansprechpartner, sondern es gibt nur noch einen Ansprechpartner. Ja, wenn man dann ein Problem hat oder so, heißt es nicht ganz einfach, ja, das ist nicht mein Problem, ja, sondern das ist, kommt von daher, sondern man hat einen Ansprechpartner und kriegt so seine Probleme halt einfacher gelöst. Durchgängigkeit schafft Wettbewerbsvorteile für Ihr Unternehmen. Für uns sind unsere zahlreichen Kunden auch zahlreiche Partnerschaften, mit denen wir weiter wachsen und die Prozesse unserer Kunden weiter ausbauen und optimieren. Gerne gehen wir dazu auch mit Ihnen ins Gespräch. Unsere Kontaktdaten finden Sie in der Beschreibung von diesem Video. Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail. Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Zeit. Bleiben Sie gesund. Mit besten Grüßen aus dem Saarland, Jonas Reker.